Servus und grüß euch zu einer weiteren Mottostellung hier auf meinem Kanal. Heute wieder etwas aus dem Weihnachtskalender 2018 vom lieben IT1963. Er hat den städtischen Im- und Exporthof geschaffen. Wenn ihr den Mod installiert, den Link trage ich natürlich wieder in der Videobeschreibung mit ein, erhaltet ihr unter dem Industriebutton einen weiteren Eintrag, und zwar diesen städtischen Im- und Exporthof. Den können wir mal hier einfach einmal in der Grundversion aufbauen und dann einmal durch die ganzen Optionen klicken. Man hat also die Möglichkeit hier, so nehmen wir das Ganze mal in Augenschein, das Ganze als Im- oder Exportfunktion zu implementieren. Import heißt, es werden Waren auf die Karte importiert, das heißt, es wird produziert, und exportiert heißt, dieses Gebäude wird Waren benötigen, also konsumiert Waren. Ich kann die Levels einstellen von 0 bis 6, das heißt also das Produktions- oder also das Import- oder Export-Level. Ich kann hier die Warenarten auswählen, welche eben hier produziert oder konsumiert werden sollen. Wir sehen jetzt hier, steht der Mod auf Baumstämme. Man sieht also hier, dass im Depot dann schon angefangen wird, hier Baumstämme abzulagern. Die werden halt jetzt im Moment nicht abgeholt. Ich kann das Ganze natürlich zum Beispiel auf Kunststoff umstellen. Und dann wird eben Kunststoff produziert. Und wenn wir das Ganze jetzt zumachen, sieht man, dass also dann auch dementsprechend die Warenlager auf diese Assets umgebaut werden. Das heißt jetzt genauso, wenn ich jetzt versuchen würde, oder wenn ich mal sage, ich möchte das Ganze jetzt auf Baumaterial umbauen, dann sieht man also hier, dass eben Baumaterial abgelagert wird. Damit man halt sieht, für was der Mod im Moment eingestellt ist. Eine Möglichkeit, die es dann noch gibt, ist auch, ich kann alle Waren produzieren oder konsumieren. Wenn ich das mache, dann verschwindet aber das zweite Nebengebäude. Und man sieht jetzt hier, dass Flux schon angefangen wird, alle Arten an Waren zu produzieren. Sieht man also hier, alles, was also in Transportfieber im Warenkreislauf integriert ist, wird eben hier produziert. Und da das Gebäude dann einmal alle Ablageplätze braucht, verschwindet halt hier dieses zweite Nebengebäude. Dann würde ich sagen, wir stellen wir das Ganze einfach mal wieder so auf Treibstoff zurück. Dann sehen wir also hier, dass das Nebengebäude wieder vorhanden ist. Ich blende es mal ein bisschen aus, dass man sieht. Es ist nämlich jetzt auch dann abhängig davon, was man halt, das heißt, ich kann jetzt auch die Gebäudeversionen ändern, also ich kann die Versionen von 1850 wegnehmen, die Gebäude von 1900 wegnehmen oder die Gebäude ab 1975 nehmen. Wenn ich das Ganze dann ein bisschen moderner baue, sieht das Ganze so aus. Und ich kann auch das Gebäude an sich, das eben hier platziert wird, auch nochmal auswählen. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, dann dieses Haupt- und Nebengebäude zu ändern. Wenn ich es ohne mache, dann verschwindet natürlich alles. Und ich kann hier natürlich auch dann, sage ich mal, den Typ des Gebäudes ändern oder das Aussehen der Fabrik oder des Mods auch nochmal verändern. Kann mir das nach meinen Wünschen anpassen. So, die nächsten Möglichkeiten, die der Mod noch bietet, ist, das haben wir hier mal kurz gesehen. Ich kann die Anzahl der Arbeitsplätze einstellen. Das heißt, wenn ich hier Arbeitsplätze schaffe, dann werden auch oder kann ich auch Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den beiden integrierten Bushaltestellen bringen, im Hinsinn. Beziehungsweise ich kann sogar 4 Bushaltestellen aktivieren. Ich kann das Ganze auch mit Tramgleisen machen. Also ich kann dann auch per Tram hier Personen aus der nahegelegenen Stadt zum Beispiel ranbringen oder eben halt mit Bussen, die dann hier eben zur Arbeit gehen. Hier sieht man natürlich dann eigentlich, ich kann es auf Null stellen, das heißt, es werden keine Arbeitsplätze erzeugt, oder ich kann es bis zu 320 Arbeitsplätze hochstellen. Das mit den Haupt- und Nebengebäuden habe ich ja schon erklärt. Ich kann den Zauntyp ändern. Wenn wir also hier kurz gesehen haben, ist hier ein Metallzaun rundum. Ich kann das Ganze auf gemauert umstellen. Ich kann es gemauert mit einem oder mit Tor machen. Ich kann die Mauerart ändern. Ich kann dann
auch hier wieder ein Tor mitbauen und ich kann Holzzäune rundum bauen. Ganz wichtig, das gerne haben will. Die Straßenvariante ist auch ganz einfach erklärt. Bei alle habe ich halt dieses T-Muster hier. Bei Eck 1 habe ich halt das L, das hier abbiegt, und bei Eck 2 habe ich halt ein L, das nur hier abbiegt. Wenn ich jetzt auf Anwenden klicke, sieht man also, dass eben dann eine Straße verschwunden ist. Was man auch, dass man es besser sieht hier, dann ist eben halt einfach nur mal so eine Durchfahrtsstraße, sage ich mal, geschaffen worden. Dann kann man das Ganze natürlich auch wieder zurückstellen. Ich kann bei den Straßentypen hier einstellen, kleine Landstraße, also die etwas älteren oder diese Feldwege, und kann das Ganze auf die beiden Straßentypen einstellen, die im Stadtmodus sich befinden. Wenn der Mod, der noch erscheint, der im Kalender noch kommen wird, historische Straßen installiert wird, dann kommen die auch noch mit dazu. Das ist auch noch ein Mod von 1963, der im Adventskalender kommen wird. Kommt noch ein paar Tage später noch diesen Mod. Und wenn man das auch mit installiert, dann gibt es auch hier noch 5 weitere Straßen zur Auswahl. Ich kann hier, wie gesagt, die Bus- und Tramhaltestellen definieren. Wenn man also die alle Variante nimmt, wie man hier sieht, dann haben wir eben 2 Haltestellen. Ist schön an den Bussymbolen zu erkennen. Das Ganze kann man dann natürlich auch auf beidseitig umstellen. Dann hätte ich jetzt 4 Haltestellen, wenn ich wirklich so viele Personen hintransportieren muss, möchte oder so. Ich kann natürlich auf keine stellen, wenn ich natürlich hier keine Arbeitsplätze schaffe. Dann kann ich natürlich auch hier die Bus- und Haltestellen zu weit entfernen. Dann sieht man hier, ist das Ganze weg. Die integrierten Haltestellen hat er nicht auswählbar machen können. Das wollte er machen, aber das hat das Spiel immer leider mit dem Absturz quittiert. Es gibt also hier 2 LKW-Terminals, die integriert sind. Sehen wir also hier an diesem 1 und 2 mal kurz markiert. Und ich kann auch, wenn ich die Bushaltestellen mache, mit Tramgleisen machen. Also hier sieht man also, dann geht es hier eben einfach nur an der geraden Stelle durch. Und ich kann es auch Tramgleise elektrifiziert machen. Und ich kann die Tramgleise auch für alle Straßen machen. Ich kann es jetzt nur für die Durchfahrtsstraße machen oder eben für Ecke 1 und für Ecke 2, je nachdem, wo ich halt dann meine Haltestellen und so weiter integriert habe. So, für was kann man den Mod jetzt dann verwenden? Oder was kann man damit dann alles machen? Da wird jeder seine eigenen Vorstellungen schon damit haben. Ich habe es jetzt mal kurz hier mal in einer anderen Stadt damit aufgebaut. Ich wollte es auch noch mal kurz testen oder zeigen, wenn also einem. Ich habe jetzt einfach mal den Mod so eingestellt, dass er eben alle Waren produzieren würde. Ich habe in der integrierten Straße LKW-Linie gebaut, die eben nur Stahl abtransportiert oder benötigt. Das heißt, hier wird also Stahl erzeugt und aufgeladen. Und ich wollte es einfach mal probieren oder zeigen, falls einem die beiden integrierten LKW-Ladestationen zu wenig sind, weil man einfach wirklich alles an Waren produziert, habe ich hier nochmal das Standard Vanilla-LKW-Terminal aufgebaut und ich habe dann hier eine LKW-Linie gemacht, die eben hier Baumstämme, Kohle, Erz und Steine benötigt. Sieht man also, dass das auch möglich ist, wenn man das Ganze mit externen Sachen macht. Und hier haben wir es ganz kurz gesehen, also in diesem Mod oder in meinen Einstellungen kann ich nochmal ganz kurz zeigen, habe ich jetzt eingestellt, dass wir eben 80 Arbeitsplätze haben und hier sieht man es eben, dass unsere Sims hier von dem Arbeitsplatz gerade kommen und zur Bushaltestelle gehen. Ich habe zur nahegelegenen Stadt einfach mal, hier sieht man eh schon einen Bus ankommen, einfach mal eine Buslinie eingerichtet, dass eben auch hier die Leute von und zur Arbeit gebracht werden. Mal schauen, ob der auch wieder Leute bringt oder noch abholt. Da sieht man also auch wieder Arbeiter, die eben jetzt zur Arbeit gehen. Zielarbeitsplatz von Marcel Ludwig. Die verschwinden heute dann einfach auf dem Gelände. Und jetzt heißt es ihm hier bei der Arbeit, irgendwann kommt er eben wieder zurück und fährt er dann mit dem öffentlichen Nahverkehr wieder zurück in die Stadt. Und als Verbraucher habe ich jetzt den gleichen Mod nochmal aufgebaut, hier heroben. Da haben wir es jetzt genauso, der konsumiert einfach jetzt alles an Waren.
ist halt immer mit einem anderen Zaun aufgebaut. Und hier ist es so, dass eben die interne LKW-Ladestation den Stahl annimmt. Hier haben wir mal ganz kurz gesehen, wie er eben hier auf dem Gelände abgelegt wird, aber gleich konsumiert wird, weil die Menge noch nicht allzu groß ist. Und hier extern mit unseren LKWs kommen eben diese anderen vier Materialien an und werden eben auch hier auf dem externen Gelände abgelegt. Man sieht aber dann durchaus, dass eben hier Baumstämme, Kohle, Erz, Stein und Stahl konsumiert wird. Es wird halt jetzt ein bisschen dauern, bis sich das Ganze hochschaukelt, sage ich jetzt mal, da ein bisschen mehr Waren ankommen. Hier haben wir es auch wieder kurz gesehen, wie die Waren eben angezeigt worden sind. Hier sieht man es eben dann nochmal, die eben hier extern abgelegt werden. Gut, den Stahl haben wir jetzt in dem Bereich hier liegen. Wird jetzt also nicht allzu viel verschwinden. Ich glaube, dass die Menge noch nicht allzu groß ist. Das sehen wir einen unserer Stahltransporter. Die zwei Einheiten ab. So, ich hoffe, dass ich euch mit dieser kleinen Vorstellung zeigen konnte, was der Mod alles für Funktionen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns einen meiner nächsten Videos hier auf meinem Kanal wiedersehen würden. Es wird noch einige Mods im Adventskalender geben, wo ich gerne Mod-Vorstellungsvideos machen werde. Wie gesagt, vom ITAT 1963 kommt auch noch der Mod Historische Straßen, den werde ich euch auch noch vorstellen. Ich wünsche euch in der vorweihnachtlichen Adventszeit alles Liebe und Gute und verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal. Euer und wünsche euch alles Gute, euer Maverick.